Das ist ein durchaus komplexer Prozess mit einer ganzen Reihe von Schritten. Es beginnt mit den vorschlagsberechtigten Organisationen. Das ist zum Beispiel die Hochschulrektorenkonferenz, das sind große Industrieverbände, das sind Forschungsorganisationen wie die Max-Planck-Gesellschaft, die Fraunhofer-Gesellschaft oder auch das Deutsche Patent- und Markenamt. Also Organisationen, die einen guten Überblick über wachsende Technologien haben. Diese vorschlagsberechtigten Organisationen scouten die Landschaft, dann geht das Verfahren in die Jury und die Jury wählt in 3 Sitzungen die endgültigen 3 Nominierten und schließlich das Preisträgerteam aus. Ich glaube, der Preis ist das einmal im Jahr wirklich prominent gesetzte Signal, wie wichtig Innovation, wie wichtig Technologietransfer für unser Land ist, für den Erfolg unseres Landes ist. Und ich glaube, dieses Signal verändert tatsächlich die Innovationslandschaft.